So, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Gold Sun, die vergessene Power. Ja, im letzten Mal haben wir die Weltkarte vollständig erkundet. Ne, vollständig nicht, aber ja, so ein bisschen erkundet und haben ein bisschen Sachen gefunden. Und ich war jetzt hier, wie ihr es sehen könnt, in Yalam tätig und hab geschmiedet und da sind ein paar Sachen rausgekommen. Und die werde ich euch jetzt erstmal zeigen. Unter anderem haben wir den Goblin-Stab gefunden. Und ich glaube, der ist ja besser als unser Dolch, aber ich glaube, den gebe ich nicht so schnell ab. Aber besser als die Drachenkeule, ja? Ich glaube, die werde ich dann mal geben. Ja, kriegt sie den Goblin-Stab. So, was habe ich hier noch? Einen Piratensäbel. Ein Säbel ist ein Dolch. Natürlich ist ein Säbel ein Dolch. Der ist zwar besser als das Sylph-Rapier, aber ich lege ihn mal an, nur damit wir mal die Aufheulung sehen. Ich glaube kaum, dass der besser ist als der Sylph-Rapier. Dann haben wir hier noch den Korsanenschrei. Das ist auch ein Dolch. Oh Gott, wie schlecht ist denn der bitte? Was zum Teufel? Warum ist der so schlecht? Okay, den lege ich auch mal an, aber ich glaube, den werde ich dann auch schnell wieder verkaufen. Also alle bis auf Aaron muss ich jetzt mal die Aufheulung ansehen. Okay, und dann haben wir übrigens noch das Sternenstaub geschmiedet und da habe ich einen Ring geschmiedet, weil die anderen Schmiedsachen, die bringen eins einfach nichts mehr oder nicht mehr viel. Und ich würde sagen, den gebe ich Felix, der versiegelt gegnerische Synergie. Ja, dann hat jetzt jeder, glaube ich, einen Ring dran und das gefällt mir. Ja, genau. Wunderschön ist das, ne? So, dann zeige ich schnell die Aufheulung und dann werde ich den restlichen Schrott verkaufen. Ich glaube, ich habe Vermeidung ein, oder? Warum dauert das so lang, bis ein Gegner kommt? Ich glaube, ich habe die Vermeidung ein. Ich spule mal ein bisschen vor, doch ich habe keine ein. Okay. So, dann zeigt mir mal eure Aufheulung. Oder auch nicht. Aufheulen ist Quatsch. Okay. Aufheulen. Los jetzt, kommt Gegner, kommt her. Ich möchte doch nur die Aufheulung zeigen. Hallo? Gegner? Was ist los mit euch? Sonst kommt ihr mir doch auch immer hinterher geschissen, wie sonst was. So, euch zwei werde ich mal... Scorpio-Fisch! Sieht quasi aus wie der... Wie schon eine frühe Aufheulung, aber die ist nicht mal schlecht, ne? Na gut, wobei, das sind auch schlechte Gegner, also das heißt nichts. Na gut, ist jetzt nichts allzu Spektakuläres, ne? War ja zu erwarten. So, wupp, wupp, wupp. Und sie heulen nicht aus, schade. Und ist auf jeden Fall nicht besser als unser Sylph-Rapier. So viel dürfte klar sein. Auch wenn er 20 Angriff oder so mehr macht, aber die Aufheulung ist einfach besser. Das hilft kein Rütteln. Und die anderen zwei möchten nicht aufheulen. Warum dauert es hier eigentlich so lang, bis Gegner kommen? Bin ich so, schon so überlevelt, oder? So, wupp, wupp, wupp. Sargasso! Oh, das sieht cool aus. Das sieht aus wie der Nebelschein. Ne, wie hieß er? Wir hatten schon mal so eine Aufheulung, wo es so ähnlich ist. Ist auf jeden Fall nicht schlecht, ne? Besser, na gut, besser als das Gas, das wäre falls nicht unbedingt, aber das werde ich jetzt austauschen. Und, wow! Das sieht cool aus. Was war denn das für ein Angriff? Zieht die Mondgehe, was auch immer das heißt. Zorn der Mondgöttin wahrscheinlich, ja klar. Ja, das sieht nicht mal schlecht aus, aber der macht einfach zu wenig Damage. Der hat zu wenig Angriff. Na gut. So, ja, der Piratensäbel war jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei. Ja, haben wir quasi aus den rostigen Waffen nur eine neue Waffe für Kusma bekommen. Warum nicht? Gut, dann verkaufe ich jetzt den restlichen Ramsch, den wir so haben. Und, ja. Verkaufen, bitte. So, den Korsanenschrei, weg damit. Dann kann ich auch den Quatsch hier auch mal verkaufen. Die Kristallstaube, die Wieselklaue. Die eine Nuss, ja, mein Gott.
Und den Piratensäbel auch noch weg. Wunderschön. Und die Drachenkeule hat uns gute Dienste erwiesen, aber jetzt ist sie leider schlechter. Oder wahrscheinlich genau gleichwertig, ist egal. Okay. Ich wollte mal schauen, was haben wir denn jetzt schon alles hier an Artefakten? Ganz schön viel, ne? Ja. Schaut euch das an, wie viele Waffen wir schon besessen haben. Das ist schon Wahnsinn. Wow. Alter, das ist ganz schön viel, was wir bis schon haben. Ja, und das haben wir, und da kommen noch ein paar dazu. So viel kann ich schon mal euch verraten. So, jetzt gehen wir aber wieder raus. Ich wollte die Nuss noch jemanden geben, der davon mehr hat. Genau, Aaron. Okay, dann machen wir uns wieder auf in die östliche Region. Da, da, da. So, ich werfe gleich mal eine Vermeidung ein. Weil es kann jetzt wieder etwas länger dauern, bis wir da drüben sind. Ich möchte jetzt nicht unbedingt noch einen Schnitt machen, ne? Nur wegen den, wegen dem Schiffweg. Schifffahrtsweg, was auch immer. Da, 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 da. Wir haben wieder jetzt erstmal ordentlich die Weltkarte erkundet. Wie viel hat mich der Schmied jetzt eigentlich abgezockt? Ja, nicht mal so viel. Durchs Verkaufen haben wir wieder ordentlich was wettgemacht. Naja, egal. Was ist denn jetzt eigentlich unser nächstes Ziel? Unser nächstes Ziel dürfte jetzt das angesprochene Schamanendorf sein, was wir schon im letzten Part so leicht von NPCs ein bisschen erfahren haben. Ich glaube, das dürfte jetzt unser nächstes Ziel sein, wenn ich mich nicht irre. Da müssen wir irgendwie über einen Fluss reinkommen in den nördlichen Kontinent, also hier. Ich frage mich gerade, wo das ging. Ich glaube sogar hier. Kann das hier unten sein? Da komme ich dann hier, 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 hier. Dann komme ich hier, 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 hier. Das könnte sogar richtig sein. Also muss ich hier hinkommen. Okay, dann habe ich hier ein Ziel vor Augen. Wunderbar. Tralalala. Da, di, 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 dam. Ich finde die Musik toll. Die Musik, das ist einfach, ne? Total super. Aber mir fällt gerade was ein. Wenn ich an Schamandorf denke, da weiß ich was später kommen wird. Ich glaube, da gehe ich mal kurz noch nach Al-Hafra. Weil, da möchte ich was kaufen. Ach, das ist der falsche Anlegeplatz. Ah. Jetzt werde ich euch denken, ja, was hat er denn jetzt schon wieder vor? Ich hoffe, ich habe das richtig im Kopf. Denn wir müssen, glaube ich, im Schamanendorf irgendwas machen. Ich könnte eigentlich hier Waffen kaufen. Und zwar kaufe ich mir von diesen Breitschwertern ein paar. Ein Spieleticket, ja, dankeschön. So, dann kaufen wir noch ein paar. Also jetzt fragt ihr euch bestimmt, ja, was hat der denn jetzt schon wieder vor? Aber das werdet ihr dann schon sehen, wenn es soweit ist. Und ich bekomme lauter Spieleticket, das finde ich gut. Ich kaufe mir mal 4 Stück, das wird schon reichen. Da, 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 da. So, jetzt haben wir 4 Schwerter, das finde ich gut. Aber was ich genau mit diesen 4 Schwertern machen werde, ich hoffe, ich habe es richtig im Kopf und ich verwechsel jetzt nicht komplett das Spiel. Kann auch sein, dass es im ersten Teil gewesen war. Aber ich glaube, das war hier auch, oder? Wenn nicht, verkaufe ich halt die Schwerter wieder, ist doch auch egal. Mein Gott, so, ich hab einfach abgesichert. Bla, blub. Ihr werdet schon sehen, was ich meine. Wenn ich recht habe, wenn nicht, dann habe ich jetzt voll den Dönikens gemacht und ja, grandios. Di-di-da-di-da. Bin ich denn jetzt eigentlich? Bin ich? Ja, ich bin noch richtig. Wollte ich sagen, ey, ich muss nach Norden. Aber ja, das stimmt, die Richtung. Di-di-di-di-di.
Osten kommt der Mars-Leuchtturm vorbei, übrigens. Wunderschön ist das. Oder war es der Leuchtturm? Nee, das war nicht der Mars-Leuchtturm. Das war irgendein anderer Leuchtturm. Der Mars-Leuchtturm war wo ganz anders. Was laber ich? Ich laber Bullshit. Bullshit, die. Ja, Vermeidung, ich weiß, du gehst gerne aus, aber nee, das sehe ich komplett anders. Nö, nö, nö. Das passiert, wenn man übrigens auf der CA drückt. Dann kommt irgendein random Gespräch. Das ist schlimm. Echt schlimm. Lalalala. Oh, jetzt sind wir gleich wieder in der östlichen See. Hey, und der Part ist schon wieder 11 Minuten alt. Es ist unglaublich. Habe ich überhaupt schon irgendwas gemacht? Nee, ne? Mache ich überhaupt die letzten Parts überhaupt mal irgendwann etwas? Nee, ne? Meine Güte, ey. Wer schaut sich denn das bitte an? Ich weiß es nicht. Vermeidung lässt nach. Jetzt wird sie eh wahrscheinlich nichts mehr bringen, weil... Hier kommen ja wieder stärkere Gegner und das ist uncool. Na gut, es ist nicht uncool, aber... Nervig, einfach nur. Wenn man irgendwo schnell hin möchte und man wird ständig... in Zufallskämpfe geworfen. Ja, wie diesen hier zum Beispiel. Hallo, na. Da-da, da-di-di-di-di. Schmelzlohe. Und Hitzeschmetterer. Bam in your face. Di-di. Da-da-di-da. Da. So, wo muss ich denn überhaupt hin? Ich muss noch ein ganzes Stück nach Norden. Ja. Oh Gott. Ja, jetzt kann man nicht mehr als... nicht mehr so ganz einfach... mal eben schnell zum Schmied und sich schnell was schmieden. Ne? Das dauert ein bisschen. Ich glaube, das nächste Mal... gehe ich dann... gleich wieder zurück, bevor ich... in Yalam wieder den Part beenden... anfangen. Weil der Weg ist trotzdem ein bisschen arg lang. Ja... Hallo, hallo, na? Was geht? Seht ihr das? Wahnsinn! That's hard, das ist... fantastic, einfach nur. Das ist der andere Kontinent, ich dachte schon. Hallo, Freunde, na, was geht? Mutter Erde und Radiostrahl und Lichtplasma. Ich wollte doch offscreen überhaupt mal schauen, welche Klasse ich umändern kann. Das habe ich komplett vergessen. Ich hoffe, ich denke nach dem nächsten Part dran. Also nach diesem Part hier. Ich hoffe es wirklich. Na gut. Da. So, jetzt sind wir gleich da. Und ich hoffe, meine... mein Gedanke hier ist richtig, dass ich hier rein muss. Es wäre total cool. Und so. Ich bin mal gespannt. Boah. Und du wieder? Du willst wieder Stress haben, okay. Sehen wir das Wahnsinn! Bäm! So eine schöne Aufheulung. So, jetzt können wir hier durchfahren. Hier klischt sich ein bisschen das Boot rum, warum nicht? So, dadurch. Meine Güte! Hier komme ich ganz schön weit. Hier ist eine Sackgasse, dann gehe ich oben lang. Das ist so weit, das muss ja quasi richtig sein, wenn er schon so weit reingeht. Meinung lässt da, hier kommt eh keine Gegner, also kann ich die auch auslassen. So, jetzt nochmal auf die Karte schauen. Ich glaube, das Schamandorf war hier irgendwo. Oder war es hier drin? Ich weiß es nicht. Schau mich mal kurz da unten um. Wo komme ich denn hier hin? Hier ist eine Höhle. Was ist das für eine Höhle? Schamanendorfhöhle. Hey! Das könnte sogar richtig sein, oder? Ich hoffe es wirklich. Please. Lass es richtig sein. Da ist doch eh nichts dahinter. Das ist doch eine reine Verarschung.
Ah, dann, doch, da ist was dahinter. Nämlich eine Leiter nach oben. Oder Stufen oder was auch immer das ist. Und hier kann ich noch nicht viel machen, glaube ich. Hallo da, Clownläufer. Du stirbst jetzt. Dankeschön. Ah, hier kann ich hier weiter. Okay. Schieb. Und schieb. Komme ich denn hier unten lang? Erstmal schauen. Erstmal Lucky Lucky machen. Okay. Ach, und hier komme ich da hin. Gut, da kann ich aber noch nicht viel machen. Da müssen wir später nochmal rein. Und wo kommen wir jetzt hier raus? Sind wir jetzt hier in dem... Ah, wir sind jetzt hier. Dann müsste da eventuell gleich das Schamanendorf kommen, oder? Das Schamanendorf! Hey! Und hier gibt's einen Inn. Kann ich hier schlafen? Kann ich hier... Auf der Tafel steht, lege 80 Münzen auf den Tresen und du darfst bleiben. Ist... Was? Okay. Ja, dann schlafe ich mich einfach mal aus, ne? Ich habe das Schamanendorf gefunden. Das war episch. Cool. Alles klar. Hier komme ich nicht rein. Der Eingang ist verschwört. Du solltest vermutlich nicht hineingehen. Ja, wer hätte das nur erwartet? Gut, Freunde, aber ich würde sagen, bevor wir das Schamanendorf erkunden, beende ich erstmal den heutigen Part. Denn das war's mal wieder für heute. Und ja, man sieht sich dann im nächsten Part wieder. Also dann, bis dann. Ciao, Leute.